Hä? Alles klar. Die Little Sister ist gerade ein bisschen im Arsch, ne? Ich stell mich einfach vor ihr. Ja, dann geh doch! Was ist dein Problem? Lass die Little Sister in Ruhe! Ey, muss ich mich jetzt mit zu ihr raufstellen hier? Ich bin so weit. Hä? Leute? Da muss ich jetzt halt warten, bis hier die ganzen Gegner besiegt wurden. Komm, Mr. Bubble. Hallo. Ja, ich... Hä? Du bist ein Normal. Ich verstehe... Leute. Ich bin soweit. Ja. Du hättest doch nicht schon in der Zeit, in der die Gegner hier kamen, weitergehen können, ne? Nee, hättest du nicht. Hättest du nicht? Wäre nicht möglich gewesen. Alles klar. Ich bin soweit. Hey du, wollen wir spazieren? Halt die Schnauze. Meine Little Sister ist ein bisschen im Arsch, merke ich gerade. Die ist halt echt. Ja. Okay, Kamera ist platt. Darauf hätte ich ja jetzt gar keinen Bock, ne? Jetzt bleibt sie hier wahrscheinlich wieder stehen, oder? Oh, please no. Okay. Halt die Schnauze! Er sieht traurig aus. Ich bin so weit! Feuer! Du musst die Kleine beschützen. Sie sind nicht mehr von Adam durchsetzt und sind daher genauso verwundbar wie normale Kinder. Wenn eine der Kleinen fällt, kannst du an einem Lüftungsschacht eine andere rufen. Okay. Tut mir leid, ich versuche sie ja zu beschützen. Vielleicht war der Explosivschrot nicht um die beste Möglichkeit oder die beste Idee, aber das ist ja egal. Ich hoffe, dass das wirkt sich nicht irgendwie auf irgendwas aus oder so. Ich hoffe, das geht trotzdem noch fit, dass ich jetzt hier die eine da verloren habe. Sag ich mal. Kommt sie hierher oder geht's jetzt da rein? Okay, sie ist fertig. Das ist gut. Hier noch irgendwas? Nein, okay. Jetzt sprintet sie aber vor hier. Warum war die andere eben nicht so? Warum war die andere nicht so? Manu. Also wenn ich das so sehe, werde ich dir nicht mein Leben vertrauen. Ach komm. Ja, also ich meine... Ja gut. Kann ich verstehen. Ah, Big Daddy. Bruder. Junge. Was ist mit dir kaputt? Will ich hier rein? Ah, ich muss... Okay.
Aber ich hab keine Dings mehr. Nein, lol. Ich kann mich nicht bewegen. Hä, hey, wo war sie denn? Was? Ja, mach ich gleich. Hä, hey, wo war sie denn? Ich meine, inwiefern, wie soll ich die denn so auch easy beschützen? Das ist ja eigentlich recht schwer. Muss ich ja schon sagen, ne? Ich finde das doch schon ein bisschen schwerer als erwartet. Die zu beschützen, die Kleine. Komm, hier oben gibt's doch bestimmt einen Lüftungsschacht, oder? Muss doch jetzt nicht... Hier wäre doch ein... Oh, warum kann ich die denn nicht nehmen? Er hat wohl aufgegeben. Jetzt ist die wieder so... Kann ich eine neue... Okay, sie ist schnell. Please give me a new one. Ich sprinte, lauf! Lauf, Kleine! Kann ich eigentlich selber um... Ich will gar nicht... Nein. Okay, ich kann wieder vorsprinten, relativ. Ich hatte gerade Angst, dass das... eine Kamera ist. So, es werden gleich wieder Splicer auftauchen. Ja. Na 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 na. Ja. Ich sehe Eden, Mr. B. Er ist Teil deines Heils. Okay. Wusste, hier kommt gleich noch mehr von der Seite. Ich hab's gerochen. Oh lol! Hör auf, die Kleine anzugreifen. Ich muss mehr mit dem Dings arbeiten, ne? Das macht mich was ganz Besonderes. Okay. Ist fertig? Bist du fertig? Du bist fertig. Oh, schön. Das freut mich. Pass sie ja nicht an. Oh, ich finde diesen Helm, ne, der ist so unangenehm für die Augen. Alter Vater. Muss ich ja schon sagen, ne? So unangenehm. Hä? Beweg dich doch, Mann. Wo bleibst du denn jetzt nicht mehr? Oh, hey Big Daddy. Oh, Lord. Ich geb mir Mühe! Oh Gott! Die Mädchen bleiben besser bei dir. Lieber bei dir. Wo geht's hin? Plan, wo sie hinrennen wollte. Stuff, 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 stuff. Ganz viel Stuff, ganz viel Stuff mitnehmen. Jetzt zu klein. Okay. Nächster Abschnitt. Ich hoffe, es gibt nicht mehr so viele Abschnitte davon.
Ich finde so eine kurze Zeit, so eine Escort-Mission, sag ich jetzt mal, ist okay. Nur die Kleinen können diese Türen öffnen. Du musst sie beschützen. Ha! Mit der Dosis wäre vielleicht ein normaler Arbeiter zufrieden oder so ein Bürohengst. Aber ich brauche mehr! 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 Ich will mich so lange spleißen, bis nichts mehr da ist. Was wollte ich gerade sagen? Was hole ich mir? Gesundheitsupgrade, ja! Körpertunikum, einfach mal rein. Ich weiß nicht, welches ich jetzt genommen habe, verdammt. Schraubenschlüsselschaden, nein. Verringert physischen Schaden, wäre halt natürlich nice, ne? Wäre schon geil. Nehmen wir den ja schon nicht voll. Nehmen wir den Schaden durch Kälte, weniger Schaden, ja. Das ist weniger Schaden durch Elektrizität und wir fügen mehr damit zu. Das ist natürlich auch ganz nett. Ich glaube, ich nehme den verringert den physischen Schaden. Weil so ein Big Daddy böllert halt schon echt rein, ne? Die Menschen treffen Entscheidungen. Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Ich habe ja das Gefühl, dass ich hier gerade kurz vorm Ende bin, ne? Ja, Kommentar des Regisseurs. Meine Güte. Ich glaube, ich nehme die Antiperson-Patronen, weil wir gegen eine Person kämpfen werden. Genbank. Ich hatte hier gleich ein gutes eingesetzt. Alles klar. Akzeptierst du. So. Hatte ich hier... Hier ist doch ein Muni-Automat, ne? Genau. Ecken. Was nehme ich denn am besten? Ich glaube, Antipersonenpatronen ist nice. Allgemein nochmal ein paar MG-Patronen. Schrotzenpatronen finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Nochmal ein bisschen MG. Hier, komm. Splittergranaten ist auch immer eine gute Wahl. Und dann den Rest noch Pistolenpatronen voll. Und sonst sind wir allgemein schon voll, ne? Fontaine wartet oben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüber zu treten, bevor du weitergehst. Okay, Leute. Sind wir soweit? Ich denke, wir sind soweit. Ich guck mir nochmal hier alles genau an, nicht, dass ich hier nochmal irgendwas übersehe. Ich meine, wir haben eigentlich alles Wichtige geholt. Wir sind fast voll mit Muni und so weiter. Wir wären ready, ihn zu klatschen. Könnte ich dafür vielleicht diesen verkackten Anzug ausziehen? Gut, wir laden nochmal nach. Antipersonenpatronen finde ich sehr wichtig. Antipersonenpatronen. Was nehme ich für Schrot? Ich glaube, ich nehme halt normalen Schrot, weil der ionische Schrot bringt nicht viel. Wir haben davon kaum was. Wärmesuchend vorerst, weil das, ja doch, ich schätze, das ist eine gute Sache, eine gute Wahl. Da bin ich am Überlegen. Ionisches Gel, Stickstoff, ich glaube, ich nehme Napalm. Stickstoff friert ja nur ein, ionisches Gel, weiß ich gar nicht genau. Und wir nehmen natürlich die Brandbolzen. Und dann würde ich sagen, Leute, sind wir bereit für das hoffentlich Finale. Aber ich schätze schon. Sie hatte gesagt, er wartet oben. Und das heißt, es wird der finale Kampf, Leute. Ich bin ready. Ich merke gerade, ich glaube, die Musik ist die ganze Zeit noch an. Ja, ist sie. Oh, verdammt. Okay, es war kein Fehler, rauszutappen. Okay. Oh. Ich kann mich noch erinnern, wie diese Frau und ich dich in das U-Boot gesetzt und dich nach oben geschickt haben. Da warst du höchstens 2 Jahre alt. Ja. Ja, du warst mein Ass im Ärmel. Aber du warst für mich auch fast sowas wie ein Sohn. Und deswegen schmerzt es jetzt. Verrat, Kleiner. Manches im Leben tut einfach weh. Ach du Kacke. Thank you.
Au. Ist das nun wieder? Hier! Sei eingefroren! Oh Gott! Doch, die Antipatronen sind eine gute Wahl gewesen, glaube ich. Au! Ich kriege echt kaum Damage von dem Typen, ne? Wo ist eine coole Battle-Musik? Ich erwarte eine coole Battle-Musik. Eigentlich, bei sowas. Einen Moment. Dann mach ich Fischfutter aus dir. Alles klar. Au, jetzt ist er die Eisform, okay. Was machst du denn? Was du denn quer allein auf dieser Welt? Ich habe jede Menge Schläger, die mich beschützen, während ich neue Kräfte sammle. Ich muss halt aufpassen. Ich muss halt warten, bis diese Zeit des Böllerns vorbei ist. Lol. Nein. Wo ist er denn? Ich bin böse. Okay. Du kleine Mann. Alles klar. Meine Verstaubpause. Dann werde ich dich um die Eierchen. Ich erwarte halt eigentlich echt eine coole Battle-Musik, aber irgendwie ist es gerade langweilig. Jo, was bist du denn jetzt? Elektro, geil. Mein letzter Antipersonenpatron, alles klar. Ja, aber den kriege ich hin. Das ist irgendwie doch ein langweiliger Kampf, ne? Muss ich ja sagen. Irgendwie ist das jetzt nicht so krass spektakulär. Okay. Da kommt jetzt noch was Cooleres. Please. Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben, an das du dich zu erinnern glaubst, ist etwas, das ich mir ausgedacht und dir in den Kopf tätowiert habe. Also... LOL. Das meinte ein Kumpel mit, wenn wir sie retten, werden sie uns helfen. Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, was man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Oh.
Das war Bioshock. Ha. Das ist ein Ding. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt... Das ist der, Alter, der letzte Kampf, der war ja langweilig, Leute, oder? Komm, der war doch langweilig. Also irgendwie war das ja... Das war ja ein Klacks. Irgendwie. So. Also. Jetzt mal Ernte. Ich weiß nicht, ob es anders gekommen wäre, hätte ich nicht alle Little Sisters gerettet. Kann ja passieren. Kann ja sein, dass es komplett anders gekommen wäre oder so. Bin ich mir nicht sicher. Ein Kumpel meinte, als ich angefangen habe, Bioshock zu spielen, dass wenn ich so das was Cooles passieren wird, wenn man sich für die Rettungsdings entscheidet. Und ich dachte halt erst so, das sind die Geschenke. Aber ja, sie haben uns ja wirklich geholfen, komplett so am Ende. Ich denke mal, vielleicht, wenn wir sie nicht alle gerettet hätten oder so, oder wenn wir uns für Töten entschieden hätten, für alle oder sowas, dann hätten sie uns vielleicht nicht so geholfen und dann wäre der Kampf nochmal ein bisschen krasser geworden, kann ich mir vorstellen. Vielleicht, dann wäre das Ending jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders. Aber so finde ich es eigentlich ganz cool. Man hat die Möglichkeit, yo, so will man es hart. Eigentlich auch nicht, weil man dann mehr Adam hat. Prinzipiell. Aber weiß nicht, ich finde das cool. Ich finde das cool, dass es so eingebaut wurde. Was ich halt wirklich ganz stark zu bemängeln habe, ist die Audioqualität bzw. die Audio-Lautstärke dieser verdammten verschiedenen Nachrichten, die man bekommt. Im ersten einmal die Nachrichten, die man auf diesem Band finden kann, auf diesen Bändern. Und dann noch die Nachrichten zwischendurch, die man bekommt. Das finde ich halt echt, echt ätzend und kacke. Aber ansonsten hat mir das Spiel auf jeden Fall mega gefallen, prinzipiell. Es gab so eins, zwei Momente, wo ich mir so dachte, das ist jetzt echt kacke. Wie ständig das mit diesen Kameras. Das war ätzend, Leute. Das war ätzend. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und dass du halt echt relativ wenig Munition hast, muss ich sagen. Also zum Ende hatten wir ja noch richtig arsch viel Kohle und konnten uns komplett die Muni vollkaufen und so weiter. Aber so zwischendurch haben wir ja echt gestruggelt, muss ich sagen. Das ist halt, finde ich, guter Kritikpunkt, dass man echt wenig Muni hatte. Man hatte viele Möglichkeiten. Die ganzen Waffen fand ich cool, dass man so ganz viele verschiedene hatte. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Chemoblaster oder was das war, so gut wie nie genutzt habe. Auch die Armbrust relativ wenig. Ich hatte ja so meine Standardwaffen, die ich die ganze Zeit benutzt habe. Aber finde ich cool, dass es so eingebaut wurde. Aber ja. Das sind halt so ein paar Kritikpunkte mit der Muni auf jeden Fall, mit der Audio-Lautstärke. So, aber so sonst habe ich, glaube ich, keine wirklichen Kritikpunkte. Ja doch, wie gesagt, auch die Kameras und sowas, das jetzt, klar. Aber ansonsten war das Spiel super. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich muss zugeben, ich habe anfangs nicht krass auf die Story geachtet. Dann seit letztem Stream habe ich dann mehr drauf geachtet und dann fand ich diesen verdammt, wie nennt man's? Plot-Twist, sag ich mal. Also diesen Twist, krass, dass man, dass auf einmal dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Atlas, dass Atlas auf einmal der Böse ist, dass er eigentlich gar nicht Atlas heißt, sondern Frank Fortein. Und dass der Endbösewicht, sag ich mal, ist der Endkampf. Das ist krass, dass wir halt kein echter Mensch, so sag ich mal, sind, sondern ein Sklave. Also, was heißt echter Mensch? Aber wird das nicht so gesagt, wir wurden erschaffen oder so? Wir sind so eine Art Sklave, also wir wurden halt... Wir sind eine Art Roboter, die für die Menschen dienen oder so, keine Ahnung. Wir wurden ja erschaffen. Wir sind ja kein wirklicher Mensch. So. Nicht, dass du das jetzt irgendwie falsch versteht oder so. Das fand ich auch krass. Was ich noch ätzend fand, ist dieser Helm. Dieser Big Daddy Helm, der ist so kacke. Boah, der ging nach der Zeit so auf Augen. Das ist echt ätzend. Und der Endkampf hat mich halt, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht. Aber sonst war das Spiel auf jeden Fall mega nice. Ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Und geil, dass wir es jetzt durch haben. Wir müssen jetzt die Credits abwarten. Das war mein Fazit. Das Spiel ist geil. Ich freue mich auf die nächsten beiden Teile, Leute. Bioshock Remastered 2 und Bioshock Infinite. Mit den DLCs alle sind dabei. So geil, ey. Ich find Instant Gaming so geil meistens. Manchmal ist es nur so, okay, das Spiel irgendwie 1 € günstiger als bei Steam oder so, aber Bioshock Infinite, beziehungsweise die Trilogie von Bioshock, habe ich, glaube ich, für 10 € oder 15 € oder so geschossen, mit halt allen DLCs und so weiter.
Schon nice. Ist schon nice. Bei Steam war es nicht runtergesetzt. Da hätte es, glaube ich, 60 gekostet oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ja. So, haben wir jetzt hier... Schön. Schön. Zusätzliche Inhalte. Willkommen in den Duellräumen von Bioshock. In den Duellraum? Bitte beachte, dass dies zwar ein Bioshock-Produkt ist, allerdings erweitert es weder die Bioshock-Handlung. Ja gut, dann spiele ich nicht. Dann ist mir das relativ egal. Museum. Gucken wir uns nochmal kurz das Museum an. Mal sehen, was da noch auf uns wartet. Sag ich jetzt mal. Noch ein Kritikpunkt, dass man den Endscreen nicht überspringen kann. Doch, kann man. Hast du ja gerade gesehen. Ich hätte nur das Escape drücken müssen. Achso, wir kommen im Museum. Was sind Konzepte? Was? Der was Konzepte? Der verwaisten Konzepte. Eine Ausstellung über Ideen, die irrational Games oder so, während der Entstehung der Bioshock fallen ließ oder stark veränderte. Okay, cool. So sah er im Endeffekt, glaube ich, auch so mit dem Helm, ne? So hatten sie die Idee vorher, okay. Ist ja auch cool. Was haben sie hier noch? Gab es solche Gegner? So eine Art? Ich glaube nicht, ne? Dann haben sie das komplett fallen gelassen, wie es aussieht, okay. Gut, wir gucken uns das jetzt nicht komplett an, glaube ich mal. Oh, so eine Gegner hätte ich mir gewünscht. Das wäre cool gewesen. Das wäre nochmal... Also nicht immer oder so ständig diese Gegner oder so, aber zwischendurch so als Miniboss... Wäre das schon cool gewesen, glaube ich. Oder? Oder? Ich könnte mir die Bilder hier alle noch angucken, aber... Ich will eigentlich nur die verworfenen Arts sehen. Aber das wäre ein cooler Gegner. Oh, der wäre cool gewesen, Alter, come on. Ist das nicht eine Anlehnung? Ist das nicht... Also, es kommt mir so ein bisschen vor wie so eine Anlehnung an Resident Evil, oder? Auf jeden Fall der Gegner hier. Schon so ein bisschen. Das war's. Das sind alle verworfenen Dinger gewesen. Da kann ich da oben noch durch? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Dann, ja, muss ich mit Escape zum Hauptmenü oder muss ich hier irgendwie woanders lang? Ich glaube Escape. Zum Hauptmenü. Ja. Haben wir ja nicht gespeichert. Warum speichern? Kommentare des Regisseurs. Oh, wir haben eins nicht gefunden? Oh. In Fort Frolic haben wir die nicht gefunden, alles klar. Alles okay. Aber ansonsten, ich glaube auch am Anfang haben wir in eins oder zwei Gebieten nicht alle Little Sisters gefunden, befreit. Kann ich mir vorstellen. Weil ich das ja später gesehen habe, was unten diese Leiste ist. Aber ja, okay. Das war's mit Bioshock. Das war's komplett mit Bioshock erstmal. Jetzt, das zweite Spiel wird halt noch ein bisschen dauern, bis ich das anfange zu spielen. Erstmal will ich halt... Walking Dead und so durchspielen. Kommt noch dazu und dann noch ja, ein bisschen ein paar andere Projekte am Laufen. Gut. Abmoderation für YouTube. Muss ja auch noch sein. Ne, Leute? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, bewertet die Parts. Die Playlist. Kann man Playlists bewerten? Ich weiß es gar nicht. Bewertet die Parts und... Ich bedanke mich, dass ihr dieses Let's Play geschaut habt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, bewertet den Part. Habe ich doch schon gesagt. Ne? Ah ja, ich komme mit meinen Standardsätzen durcheinander. Alter, what the fuck? Okay. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei das nächste Let's Play Projekt wieder. Haut rein.